Hallo zusammen und willkommen. Kopfläuse sind ein Problem, das sich vor allem bei Kindern immer wieder zeigt. Die kleinen Biester breiten sich heimlich in Schulen oder Kindergärten aus. Erwachsene sind eher selten betroffen. Wenn du beim Befall nicht zur Chemiekeule greifen magst, dann hilft dir dieses einfache Mittel, welches wir dir in unserem heutigen Video vorstellen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Keiner weiß so recht, woher diese kleinen Tierchen immer nur kommen. Sie tauchen regional oder zu bestimmten Zeiten an Schulen oder Kindergärten auf. Heimlich machen sich die Tierchen von Kopf zu Kopf und sind dann kaum wieder loszuwerden, sagte man bisher. Normalerweise raten Ärzte bei Kopfläusen zum Einsatz von scharfen chemischen Mitteln und speziellen Shampoos. Diese sollen den Zehenläusen den Garaus machen. Es stimmt schon, dass diese Mittel sehr schnell und effektiv sind. Sie hinterlassen aber auch eine Menge Chemie auf der empfindlichen Kopfhaut deines Kindes. In früheren Zeiten war man heilfroh, dass aggressive Chemikalien endlich die scheinbar laschen Hausmittel ersetzen konnten. Heute weiß man um die Schädlichkeit dieser Substanzen und besinnt sich zurück. Warum aber sind Läuse eigentlich so zäh? Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sich Läuse nicht einfach abwaschen lassen. Nun, das liegt ganz einfach daran, dass diese winzigen Tierchen Beine haben, die wie Kletten an den Haarfasern heften. Noch schlimmer als die erwachsenen Läuse sind aber die Eier und die Larven. Manchmal auch als Nissen bezeichnet, kleben diese Teile wahrhaftig wie Patex an den Haaren. Da hilft weder Waschen noch Bürsten. Die Nissen sind nur dann abzulösen, wenn der Hafteffekt durch ein wirkungsvolles Mittel aufgehoben wird. Ganz ähnlich ist es bei den erwachsenen Läusen. Die müssen betäubt werden, damit sie loslassen, und bei normalem Shampoo ist das leider nicht der Fall. Man mag es kaum glauben, doch statt Chemie und ätzenden Stoffen kann man den Läusen auch ganz wunderbar mit zwei ganz einfachen Mitteln zu Leibe rücken. Und diese beiden Mittel sind Knoblauch und Limone. Der Knoblauch enthält ätherische Substanzen, die die Läuse lähmen. Der scharfe Geruch dringt in die Tierchen ein und tötet sie entweder sofort ab oder bringt sie zum Loslassen. Limonensaft kann den Kleber der Nissen ganz wunderbar eliminieren und ist bei weitem nicht so ätzend wie ein chemisches Shampoo. Für die Zubereitung benötigst du 3 große Knoblauchzehen und eine halbe Limone. Nummer 1. Zuerst reibst du den Knoblauch auf einer normalen Gemüsereibe. Wähle das möglichst feine Raster, damit du eine weiche Masse und viel Saft hast. Nummer 2. Dann drückst du den Saft aus der halben Limette über den Knoblauchbrei. Nummer 3. Rühre alles gut durch. Nimm dir dafür ruhig etwas mehr Zeit. Die Essenz aus dem Knoblauch und der Limone sollte sich gut vermischen. Normalerweise entfalten die ätherischen Öle erst nach ein paar Minuten ihre volle Wirkkraft. Nummer 4. Trage die Mischung auf den Kopf deines Kindes oder deinen eigenen auf. Nummer 5. Verteile den Knoblauch-Limonenbrei zunächst am Scheitel. Nummer 6. Massiere den Brei dann langsam und nah an der Kopfhaut durch die Haaransätze nach unten. Nummer 7. Stelle sicher, dass am Ende das ganze Haar benetzt ist. Nummer 8. Haben du oder dein Kind besonders lange und volle Haare, musst du die Menge natürlich anpassen. Nummer 9. Lass die Mischung mindestens 5, besser 15 Minuten einwirken. Wenn ihr Zeit und Geduld habt, kannst du die Packung auch länger auf dem Kopf belassen. Und Nummer 10. Jetzt noch mit möglichst viel warmem Wasser, aber nicht zu heißem, abspülen. Wahrscheinlich wird eine Anwendung nicht ausreichen, um sofort alle Läuse, Larven und Eier aus den Haaren zu entfernen. Wende die Mischung am besten 2-3 Tage in Folge an. Dann machst du eine kleine Pause und trägst sie noch einmal alle 3 Tage auf. Nach 2-3 Wochen müssten die Läuse dann endgültig weg sein. Wir wünschen dir viel Erfolg mit diesem einfachen Hausmittel gegen Läuse. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.